Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Celeste diesmal, die gerade sehr glücklich ist, weil sie hat Besuch von Janko, der jetzt auch ein kleines Umstyling bekommen hat. Und damit er nicht mehr random komplett kaputt aussieht. Amaya ist gerade auf der Arbeit, aber die beiden haben ja trotzdem eine gute Zeit. Also von daher ist ja alles Tutti. Die beiden verstehen sich auf jeden Fall schon richtig gut. Was mich sehr freut, da sie jetzt halt endlich mal Freunde in ihrem Alter hat. Sie hat schon Level 8 der Sozialfähigkeit. Dieses Girl ist einfach crazy. Und sie möchte jetzt ins Bett gehen, aber vielleicht. Achso, er geht schon. Gut, weil sonst hätte ich ihn nämlich nach Hause geschickt. Weil er muss jetzt nicht unbedingt hier bleiben, wenn wir schlafen. So, Amaya ist back. Sie würde gerne ein Date mit Jeremy haben. Sehe ich auf jeden Fall. Brauchen auch mal wieder ein bisschen Zweisamkeit. Ich habe auf jeden Fall noch interessante Dinge heute vor. Mal schauen, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle. Warum ist Vlad hier? Nein, das ist nicht in Ordnung. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich gehe jetzt einfach schlafen und ich hoffe, dass das dann ihn irgendwie abhält. I don't know. Ich habe keine Lust auf dich. Okay, er ist gegangen. Sehr gut. Good morning, Girl. Sie hat Schmerzen wegen dem Training. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht mal kurz miteinander redet. Denn, wie gesagt, Celeste hat sich natürlich ein paar Gedanken gemacht. Warum kennt sie ihr anderes Großelternpaar nicht? Und Amaya sagt jetzt so, ja, wir haben einen Streit mit denen, das geht nicht. Und Celeste denkt sich so, was kann denn so gravierend sein, dass wir die nicht kennenlernen dürfen? Sie in dem Fall. Und Amaya denkt sich so, ja, okay, vielleicht sollen wir einfach nicht tiefer in diese Materie eindringen. Das ist vielleicht einfach zu viel für Celeste. Aber Celeste denkt sich dann so, sie fragt einfach mal, ja, wo kommen die denn her so? Und Amaya kann ja zumindest mal Fotos zeigen und sagen, ja, die wohnen in Willow Creek so. Man kann nicht mit denen Fotos zeigen. Das ist jetzt irgendwie doof. Egal, also wir tun jetzt einfach so, als hätte sie das dann ihr zumindest schon mal so gezeigt. Und dass eben die beiden in Willow Creek wohnen. Einfach damit vielleicht diese Fragen einfach aufhören. Und Celeste nutzt aber die Gelegenheit und geht heute dann nicht zur Schule, sondern versucht, ihre Großeltern zu finden. Aber sie weiß natürlich nicht, wo die genau wohnen. Deswegen besucht sie dann einfach den Park in der Hoffnung, dass die beiden dort vielleicht auftauchen. Oder zumindest einer von beiden. So, und damit begeben wir uns dann jetzt nach Willow Creek mit Celeste. Wieso wird das als leeres Grundstück angezeigt? Die haben definitiv kein leeres Grundstück. Egal. Also wir wissen natürlich jetzt, dass die hier wohnen. Offensichtlicherweise weiß Celeste das natürlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach in den Park und wie gesagt, sie hofft einfach, dass sie dort auf ihre Großeltern trifft. Es ist Freitag und es ist jetzt ja die Zeit, wo sie jetzt eh in der Schule wäre. Deswegen denkt Amaya sich natürlich auch nichts dabei. Sie denkt, sie ist einfach zur Schule aufgebrochen. Ziehen wir erstmal Geld ab, bevor ich es wieder vergesse. So, dann können wir ja mit Leuten einfach mal reden und fragen, ja, kennst du die? Weil ich bin auf der Suche nach denen. Ist natürlich auch großartiges Wetter dafür mal wieder. Und sie denkt sich so, warum ist dieses Kind überhaupt hier? Aber sie ist auch Teenagerin, sie müsste eigentlich auch in die Schule. Ist natürlich auch extrem kalt hier eigentlich, aber Celeste geht das erstmal ein und hofft, wie gesagt, einfach darauf, dass sie irgendwie Hinweise bekommt, wo ihre Großeltern wohnen könnten, weil sie einfach den Kontakt zu ihnen möchte und nicht versteht, wieso Amaya das verwehren möchte. Und wen haben wir denn hier? So, und von weitem sieht sie sie und sie denkt so, das ist sie doch, oder? Und dann geht sie jetzt einfach mal zu ihr hin. Das ist jetzt sehr aufregend. Sie so, hey, also ich glaube, du bist meine Oma. Und dann sagt sie so, ja, meine Mama ist Amaya und ich bin Celeste. Und ich war auf der Suche nach dir, weil Mama nicht zulässt, dass wir uns kennenlernen. Und Elaine ist natürlich jetzt erstmal so, naja, sie wusste ja von dem Kind, aber sie hatte ja noch nie Kontakt zu Celeste. Und sie ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen überfordert, aber Celeste ist vielleicht ein bisschen socially awkward und versucht jetzt einfach mal den Kontakt jetzt hier irgendwie aufzubauen und viel zu viele Sachen zu droppen, die Elaine einfach noch gar nicht wissen kann. So, und Elaine möchte jetzt weiter. Ich glaube, wir tun jetzt einfach mal so, als würde sie nach Hause wollen. Und sie nimmt jetzt Celeste natürlich mit, weil sie kann ja nicht ihr Enkelkind jetzt hier rumstehen lassen. Deswegen gehen wir jetzt natürlich hier hin. Dann weiß Celeste nämlich auch, wo die wohnen. Und wie ich euch gesagt habe, das hier ist kein leeres Grundstück. Es ist ein ziemlich großes Haus sogar. Also es ist schon viel los hier. Und dann stellt sie sich natürlich Mizuki auch vor, die immer noch eine Sonnenbrille trägt. Warum habe ich das eigentlich getan? Dieses Haus sieht so krass geil aus, ne? Ich habe das irgendwann mal aus der Galerie dann runtergeladen für die. I love it. Und Bürgermeister Schnurrhaar ist natürlich auch
am Start. Sie sagt jetzt so, hi, Oma Elaine hat mich jetzt hier mitgenommen, weil ich habe sie gesucht und ich freue mich, dich jetzt kennenzulernen. Und jetzt reden die einfach mal ein bisschen, verstehen sich natürlich auch an sich ganz gut, weil, naja, Elaine und Mizuki freuen sich natürlich, jetzt endlich ihr Enkelkind kennenzulernen. Aber sie fragen sich natürlich auch, wieso Amaya den Kontakt verboten hat. Ich meine, sie haben natürlich auch keinen Kontakt zu Amaya. Amaya sucht ja selber auch den Kontakt nicht. Trotzdem hätten sie sich natürlich gewünscht, dass sie zumindest ihr Enkelkind kennenlernen dürfen. Und die sind jetzt einfach froh, dass sie jetzt den Weg hierhin gefunden hat. Auch wenn es ja heimlich passiert. Als ob sie Level 10 der Sozialfähigkeit erreicht hat. Dieses Girl macht mich fertig. So, Bürgermeister Schnurrhaar kann sie sich natürlich auch vorstellen, weil sie muss ja wissen, ne, mag die Katze sie oder nicht? Außerdem hatte sie ja jetzt noch nie so Kontakt mit Haustieren oder sowas. Aber Bürgermeister Schnurrhaar ist, glaube ich, relativ zugänglich. Sie verliert dann zwar ein bisschen Leistung und sowas, aber ich glaube, es ist ihr gerade relativ egal. Sie ist zwar ja schon ein bisschen leistungsbewusst so, aber ihr war es jetzt einfach wichtiger, ja, vielleicht auch nicht dabei erwischt zu werden, wenn sie eben jetzt auf der Suche ist nach ihren Großeltern. Und sie ist einfach froh, dass sie jetzt hier ihre Großeltern besuchen kann in Willow Creek. Aber wir müssen natürlich auch rechtzeitig zurück sein, weil sonst schöpft Amaya vielleicht doch Verdacht. Also du kannst ja vielleicht mit Elaine auch zusammen ein bisschen Schach spielen. Wäre doch vielleicht auch mal ganz süß. Dann bringt dir deine Oma nämlich mal ein bisschen was bei. Zu Hause habt ihr ja auch keinen Schachtisch oder so. Mizuki muss jetzt scheinbar arbeiten. Sie kann ja auch mal fragen. Kann sie nicht nach der Arbeit fragen? Auch interessant, ne? Oder wissen wir das schon? Nee. Hä? Die haben auf jeden Fall eine gute Zeit und sie versteht sich, wie gesagt, ziemlich gut mit ihren Omis. Und man sieht ja auch, sie ist sehr, sehr zufrieden hier. Und sie fragt sich jetzt, okay, warum durfte ich die nicht kennenlernen? Die sind doch super nett. Vielleicht fragt sie jetzt auch einfach mal, ja, was ist denn vorgefallen? Weil ich meine, Celeste weiß natürlich selber auch, dass man in Amayas Alter in der Regel noch nicht alleine wohnt. Und vielleicht erklärt Elaine jetzt, dass es eben Schwierigkeiten gab und Amaya dann weggelaufen ist von zu Hause, um sich was Eigenes aufzubauen. Seinen großen Streit gab. Aber sie geht auch nicht näher ins Detail, weil sie trotzdem noch den Respekt vor Amaya hat, dass Amaya das einfach selber ihrem Kind beibringen soll. Oh, sie macht jetzt erstmal einen Schneeengel, die süße Maus. Celeste hat natürlich jetzt viele, viele offene Fragen. Weiß natürlich jetzt auch nicht so ganz, was sie jetzt dahingehend denken sollen, was sie machen soll, um an mehr Informationen zu kommen. Aber erstmal ist sie, wie gesagt, einfach froh, dass sie jetzt Kontakt zu ihren Großeltern hat. Jeremy ist einfach hier. Und offensichtlich können die jetzt nicht aneinander vorbeigehen oder so. Und er drückt sie zwar jetzt und so, aber er denkt sich halt auch so, was soll das? Weil Jeremy weiß natürlich, wo Amaya gewohnt hat vorher. Warum er hier ist, wissen wir natürlich nicht, aber er fragt sich jetzt halt auch, warum bist du nicht in der Schule so? Und Celeste sagt dann nur so, ja, wir konnten heute früher gehen und deswegen habe ich die Zeit in Willow Creek verbracht. Aber Jeremy weiß natürlich auch, ja, ihre Omas wohnen natürlich hier. Aber ich glaube, er bohrt jetzt auch nicht weiter nach. Er ist einfach nur ein bisschen überfordert mit der Situation. Und ich glaube, er würde jetzt erstmal Amaya auch nichts unbedingt sagen, weil er möchte natürlich auch, dass Celeste das Gefühl hat, dass die Geheimnisse etc. sicher sind bei ihm. So, und jetzt geht sie auch erstmal rein und er überlegt jetzt halt, was er machen soll. Sophia denkt sich auch so, what the fuck is happening here? Warum ist sie jetzt auch hier? Warum schwänzen alle Schule heute? Das ist jetzt auch so eine Sache. So, und es ist 15 Uhr, wir müssen jetzt definitiv nach Hause gehen, weil sonst wird Amaya natürlich auch misstrauisch werden. Ohne Elaine. So, und jetzt kann sie ja keinen Verdacht schöpfen. Sie geht jetzt einfach zu ihrer Mom und tanzt mit ihr. Weil die ist gerade gut drauf anscheinend. So, und offensichtlich, sie merkt zwar, dass Celeste vielleicht ein bisschen anders drauf ist, weil offensichtlich hat sie auch andere Dinge getan als sonst. Aber sie macht sich jetzt erstmal keine weiteren Gedanken. So, wir führen jetzt erstmal die Videos zusammen, damit dieses andere Video weg ist. So, und dann bearbeiten wir das. Ein bisschen Arbeit muss ja leider auch sein. Ja, also sie ist auf jeden Fall auch gut dabei. Sie wird wahrscheinlich jetzt demnächst irgendwann auch Level 5 erreichen. Ich bin sehr stolz auf sie. Aber sie muss jetzt auch gleich erstmal arbeiten. Weiß sie jetzt nicht. Also, du weißt schon, dass deine Tochter irgendwie 6 ist oder so. Oder 7 vielleicht. Maximal. Nein. So, sie spielt jetzt erstmal mit ihren Puppen. Kann ja nachspielen, dass sie ihre Großeltern getroffen hat. So, und jetzt, wo Amaya weg ist, kann sie ja nochmal Mizuki anrufen und ihr sagen, dass bisher alles glatt gelaufen ist. Und sie spielt jetzt hier ganz entspannt im Schnee, im Garten. Und dann nimmt sie ein ganz entspanntes Bad.
Ich meine, der Tag war sehr aufregend für Sie. Warum steht Militärpersonal vor unserer Haustür? Lassen Sie mich in Ruhe. Aber das Militärpersonal sieht sehr gut aus, also das muss man ihm lassen. So, dann kann sie ja mal einen Film gucken. Klar, die Kinder fliegen hier so ein Flugzeug in diesem Film. Das ist schon wieder großartig. Sie fand den Film, glaube ich, gut. So, und dann Maya kommt auch gerade nach Hause. Dann kann sie Celeste ja auch mal wieder ins Bett bringen. Ich glaube, sie gibt dir jetzt auch noch so einen Kuss, ne? Nee. Ah doch, süß. So stelle ich mir das vor. So, und du setzt dich jetzt weiter an dein Video. Sie geht schon wieder in eine Phase rein. Dann kann sie auch gleich mal Bertha füttern hier. Eine gemeine Phase. Manchmal frage ich mich wirklich, was mit ihr nicht stimmt. Also warum, was hat jetzt ausgelöst, dass sie jetzt unbedingt gemein sein muss? Guten Morgen, um 6 Uhr. Ganz normale Uhrzeit für so ein kleines Mädchen. Sie denkt sich so, ich schau dir einfach diesen Film von gestern nochmal. Okay, Girl, ich glaube, du hast ein Problem. Ich würde sagen, heute Abend können Amaya und Jeremy ja mal ausgehen. Vielleicht mal wieder in den Club gehen oder so. Was für eine Tochter. Sie macht einfach von selber den Kühlschrank sauber. Und sie wird hier gerade kurz zum Pferdemädchen. Oh, stimmt, sie hat eine Zahnfee-Urkunde bekommen. Die hängt sie sich natürlich auf. Ist doch klar. Weißt du, als ich meinte, dass du den Teller aufräumen sollst, meinte ich nicht, dass du noch draußen gehen musst. Oh, wir haben tatsächlich wieder einen Auftrag bekommen und wir müssen einfach hochladen, was wir wollen. Und da wir ja eh jetzt noch ein Video haben, können wir das ja einfach dann hochladen. Dann muss ich das gar nicht fertig editen. Ja, wenn das so easy ist, dann machen wir das, ne? Ich glaube, das Ei ist absolut nicht gut. Ugh. Dann kannst du ja gleich mal das Video einfach hochladen. Das restliche Editing übernehmen die ja dann. Ich würde außerdem sagen, dass Amaya ziemlich unabhängig ist mittlerweile. Deswegen würde ich ihr jetzt dieses Merkmal geben. Das Material ist einfach spitze. 100 Simoleons haben wir bekommen. Alter. Hat sich ja fast gelohnt. Naja, aber wir hatten das Video ja sowieso im Petto, also ist ja dann auch egal, ne? Haben und nicht haben. Wir sollen Sophia besuchen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben so lange darauf gewartet, dass wir endlich mal ein bisschen mehr reisen können wieder, wenn Celeste alt genug ist. Also ich hoffe, dass keines dieser Kinder dein Kind ist. Wir sind einfach der Club der Teen Moms, oder? Das ist ihr Kind und das ist ihr Kind. Immerhin ist das Kind nicht ihr Kind. Kommt nicht klar, wir sind wirklich der Club der Teen Moms einfach. Kein Wunder, dass die drei sich so gut verstehen. Die Mutter hat anscheinend auch nochmal ein Kind bekommen. So, also ist einfach großartig. Ich komme echt nicht klar hier. Nee, Elsa hat ein Kind bekommen. Hinterfrag hier nichts. Warum sind hier alles Teen-Mütter? Mütter vor allem. Also, das ist doch bescheuert. Weiß eigentlich, ob das so ein Windenburg-Ding ist, aber irgendwie. Irgendwie sieht keins davon aus wie ein Mutterzeichen, oder? Hier, nimm den Kaffee. Wo auch immer Elsa jetzt ist, ich hätte die jetzt auch noch eingeladen, weil die ist ja anscheinend auch Teen-Mutter. Egal, wir machen jetzt einen Teen-Mom-Club auf. Hier, Kaffee trinken. Das ist doch eine Idee. Weg das Lama nicht spielen. Da sehe ich das. Also, ja, das kennen die ja von ihren Kindern. Und schlecht ist, wenn ihr gemein seid. Ja, weißt du, hier High Society und so, ne? Die juckt das aber auch gar nicht. Die so, okay, unsere Kinder haben auch schon Kinder. Ist doch gar kein Problem. Vor allem mit wem, Sophia? Mit wem? Okay, aber wir wurden mal kurz vorgestellt bei Nehemia. Salim Benali? Warum habt ihr denn immer was mit erwachsenen Männern? Weißt du, Amaya hatte wenigstens auch was mit einem Teenager. Und sie so, ich habe erstmal ein Kind auf dem Arm. Toll. Celeste levelt erstmal zu Hause ihre Kreativitätsfähigkeit. Aber die Elsa ist auch eine süße Maus, ne? Ich meine, da sie ein Teenager ist, dürfen wir mit ihr reden. Wir dürfen ja nur nicht mit Erwachsenen reden. Sie findet uns richtig kacke. Aber ich meine, sie findet uns unberechenbar wahrscheinlich, ne? Ich meine, sind wir? Ist jetzt keine Lüge. Können wir sie jetzt hinzufügen? Ja. Toll. Teenie-Mütter. Weißt du was, dann können wir ja auch direkt Treffen machen. Hier im Café. Auf geht's, ab geht's. Aber hier ist nicht so ein Spieltisch. Mist. Aber müssen die mal alles machen? Nee. Schon gut genug, wenn die überhaupt einen Kaffee hier trinken. Kaffeelatte. Bestellt sich jetzt einfach nochmal was, weil das schon wieder abgebrochen wurde. Also Sims ist einfach spaßig. Christopher Volkoff. Was machst du hier? Savannah. Weißt du, wir sind seit ewigen Jahren nicht mehr in der Schule. Meinst du, ich gehe jetzt zum Abschlussball? Okay, ich krieg anscheinend meinen Kaffee nicht. Heute nicht mehr. Aber Hauptsache, die Mädels haben eine gute Zeit. Vielleicht kriegen wir jetzt unseren Kaffee. Ich beende jetzt die Versammlung. Und dann laden wir Jeremy mal hier ein. Fragen ihn, ob er jetzt Lust auf ein Date hat. Mizuki ist auch schon wieder am Start. Da ist er ja. Nein. Okay, er hat auf jeden Fall Lust auf ein Date. Gehen wir doch einfach hier in den Nachtclub. Ich meine, es ist gegenüber. Perfekt. DJ Newcomer Geist. Also, es ist einfach großartig. So, wir fühlen uns zu unwohl zum Tanzen. Okay, er ist sehr angespannt. Wir sagen jetzt natürlich story-wise. Er sagt natürlich jetzt nicht, dass er Celeste getroffen hat beim Aus.
ihrer Eltern, sondern er sagt so, ja, mir ist aufgefallen, dass Celeste sich einfach ein bisschen anders gibt zurzeit. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr Acht geben, so damit sie halt vielleicht die Zeichen ein bisschen eher sieht. Aber sie weiß natürlich jetzt trotzdem nichts Konkretes. Ja, Hauptsache ein bisschen romantic sein könnt ihr jetzt hier, ne? Auch ihr mit eurer scheiß Einladung jede Woche, ne? Immer wieder dasselbe. Ich bin einfach froh, wenn ihr keine Teenager mehr seid. Warum, Joffrey, warum versuchst du dich in ein Gespräch von uns mit einzuwickeln? Liebst, dass die beiden sich so gut verstehen, wieder gerade, ne? Dann bestellt euch doch mal ein Getränk. Gönnt euch doch eine Fruchtbrause. Aber wie verliebt sie ihn auch immer anschaut, ne? Also, da sind auf jeden Fall echte Gefühle im Spiel, auch wenn ihr manchmal ein bisschen toxic seid. Lecky! Amaya respektiert die Fähigkeiten, über die Jeremy verfügen muss, um solch eine hinterhältige Lüge zu konstruieren. Ein Täuschungsversuch kann schwer zu verdauen sein, aber er kann einem Gespräch auch eine humorvolle und lustige Note verleihen. Könnte dies bedeuten, dass Amaya Täuschung mag? What? Normalerweise würde ich immer sagen, nein. Aber kann mir vorstellen, dass sie sich halt so denkt, um uns mehr annähern zu können, muss ich mich drauf einlassen, wie er sich gibt, auch wenn es mir vielleicht nicht hundertprozentig gefällt. Deswegen tut sie quasi so, als ob das in Ordnung für sie wäre. Jetzt so mein Guess. Ich nehme es erstmal an. Ja, dann trinkt mal, ihr Lieben. Und dann muss mal ganz dringend aufs Klo gegangen werden. Und dann wollen die beiden ja noch mal ein bisschen eine schöne Zeit miteinander haben. Deswegen geht doch einfach mal in den Busch. Kondome habt ihr auch dabei. Sie denkt sich ja auch so, also sie hat ja auch Angst vor Gedränge und sie denkt sich so, naja, wenn wir da draußen sind, dann ist es ein bisschen ruhiger. Wie weit ist dieser Busch bitte entfernt? Ja, okay. Viel Spaß euch, ne? Also bei der Kälte in dem Busch, also das ist, glaube ich, auch ganz schön anstrengend auch. Aber ich glaube, das kann auch sehr viel Adrenalin ausstoßen. Responsible Wooing. Immerhin. Ich musste gerade ganz kurz gucken, ob sie wirklich nicht schwanger ist oder irgendwas, weil hätte ich jetzt nicht ausgehalten. Ich würde dann an der Stelle aber auch mal den Part beenden. Ich bin sehr gespannt, wie das dann mit Mizuki und Elaine weitergehen wird. Denn Celeste hat definitiv Interesse daran, beiden näher kennenzulernen. Hat aber natürlich auch Angst vor den Konsequenzen, wenn Amaya das erfährt. Es ist halt die Frage, wird sie jetzt öfter die Schule schwänzen deswegen? Und Amaya kriegt es dann erst mit, wenn die Schule quasi sie anruft und sagt, ja, irgendwie ist ihre Tochter nie da, was soll denn das? Man weiß es nicht so genau. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen heute. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!